Vor einem großen Walde, da lebte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen hieß Gretel. Der Holzhacker war arm und hatte nichts zu beißen und zu brechen. Und wie nun große Teuerung über das Land kam, da konnte er nicht einmal mehr das tägliche Brot beschaffen. Am Abend, da wälzte er sich voller Sorgen im Bette hin und her und seufzte. Ach, Frau, ich weiß überhaupt nicht, wovon wir noch satt werden sollen. Wir haben nur noch einen Kanten Brot zu essen und dann nichts mehr. Ach Mann, hör auf dich zu sorgen. Wir gehen morgen früh in den Wald und wir führen die Kinder ganz tief in den Wald dort, wo er am dunkelsten ist. Und dann lassen wir sie dort und dann finden sie nimmer mehr nach Hause. Ja, aber Frau, das kann ich nicht machen. Aber weil seine Frau darauf beharrte, da ward er still. Doch die beiden armen Kinder, die taten ihm wohl leid. Im Kämmerchen, da Hänsel und Gretel lagen, da hörten sie, was die Mutter mit dem Vater besprochen hatte. Und Gretel fing bitterlich an zu weinen und sagte, ach Hänsel, nun ist es um uns geschehen. Schwesterchen, sei nur ruhig. Ich will mich um uns sorgen. Bleib. Und der Hänsel? Als es finstere Nacht war und alles schlief im Haus, der schlich sich aus dem Kämmerchen heraus, öffnete vorne die untere Türe und ging hinaus. Der Mond schien so hell, dass die Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, wie lauter Batzen aussahen, und er sammelte so viele nur konnte in sein Wämslein hinein. Dann legte er sich zurück in sein Bett. Am nächsten Morgen, da rief die Mutter schon, ihr Faulpelze, ihr Nichtsnutze, steht auf, was liegt denn noch im Bett herum? Wir wollen los, wir wollen Holz hacken, auf geht's in den Wald, ihr Taugenichtse. Und Hänsel packte sein Schwesterchen und die beiden gingen mit den Eltern in den Wald hinein. Immer wieder blieb der Hänsel stehen und der Vater sagte, ach Junge, was schaust du denn immer zurück? Pass auf deine Beine auf. Vater, ich gucke ja nur nach der Katze, die bei uns auf dem Dach sitzt, die will mir Ade sagen. In Wahrheit hatte Hänsel ein Steinchen nach dem anderen fallen lassen, damit die Kinder den Weg zurückfinden sollten. Ach Hänsel, schrie die Stiefmutter, das ist doch nur die Morgensonne, die auf den Schornstein steigt, nun komm schon! Als die beiden ganz tief im Walde ankamen, da sprach die Mutter, Kinder, sammelt Reisig, wir wollen ein Feuer für euch machen, dass ihr nicht friert, wenn der Vater und ich Holz hacken. Ihr habt ja jeder einen Kanten Brot, wartet, bis wir wiederkommen. Die Kinder sammelten Reisig und die Eltern machten ein großes Feuer an und verschwanden im Wald. Hänsel und Gretel hörten das Schlagen der Axt. In Wahrheit aber, da war es nur ein Zweig, den der Vater an einen Baum gebunden hatte, und wenn der Wind hineinfuhr, so schlug er. Als die Kinder des Wartens müde waren, da fielen ihnen die Augen zu und sie schliefen ein. Mitten in der Nacht, als es ganz finster war, erwachten die beiden und erschraken. Sch, Gretelchen, keine Angst, komm, so wie der Mond scheint, da wollen wir den Weg zurück nach Hause finden. Und als der Mond auf die Batzen schien, da konnten die Kinder den Batzen auf dem Wege folgen und kamen schließlich zum Hause zurück. Es war schon heller Morgen, als sie an die Tür klopften und die Mutter aufmachte. Ihr Taugenichtse, das seid ihr ja endlich. Wo seid ihr nur so lange ausgeblieben? Ihr bösen Kinder, kommt rein! In Wahrheit aber, da hatte sie sich geärgert, dass die beiden Kinder den Weg zurück nach Hause gefunden hatten. Aber der Vater, der freute sich über die Maßen. Um eine Weile aber, da hatte die Familie nichts mehr zu essen. Ach, Frau, und haben wir noch nur einen letzten Kanten Brot? Und dann haben wir nichts mehr. Sei still, Mann. Willst du die Särge hobeln? Mann, hör auf, wir führen die Kinder diesmal noch tiefer in den Wald und sie werden gewiss den Weg nicht mehr zurückfinden. Ach, Frau, sei still. Wer A sagt, muss auch B sagen. Am nächsten Morgen, da entschied die Frau, dass sie tief in den Wald gehen wollten. Aber in der Nacht, da hatten die Kinder gehört, was die Eltern besprochen hatten. Und als Gretel weinte, da wollte sich der Hänsel hinausschleichen und erneut die Batzen sammeln, aber die Tür war fest verschlossen. Hänsel, Gretel, so kommt doch. Ich gebe euch einen letzten Kanten Brot. Mehr haben wir nicht. Kommt, Kinder!
Hänsel, der immer wieder zurückschaute, hörte den Vater, der sagte, »Ach, Hänsel, was schaust du immer fort zurück? Acht auf deine Beine und komm, Junge!« »Vater, ich gucke nur auf das Täubchen, das oben bei uns auf dem Dach sitzt. Das will mir Lebewohl sagen.« »Ach, Hänsel«, schimpfte die Mutter, »das ist doch nur die Morgensonne, die auf den Schornstein schaut. Jetzt kommt doch!« Und immer tiefer führten die Eltern die Kinder in den Wald dort, wo sie nie zuvor gewesen waren und wo der Wald so dicht war, dass kaum noch Licht hineinfiel. Und sie machten ein Feuer und gingen fort. In der Nacht, nachdem die Kinder vor Erschöpfung geschlafen hatten und aufwachten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. »Gretelchen, nein, du musst nicht weinen, komm, ich will uns führen.« Aber als der Mond schien, da konnten die Kinder die Brotkrumen, die der Hänsel von seinem letzten Kanten abgebrochen hatte, nicht mehr finden. Und sie suchten und suchten, aber die tausende Vöglein, die im Walde lebten, die hatten alles aufgepickt. Und wie die Kinder einhergingen, überall und den Weg doch nicht mehr finden konnten, da liefen sie einen ganzen Tag und eine ganze Nacht und einen neuen Tag. Am dritten Tage aber, als sie vor lauter Erschöpfung nicht mehr zu laufen vermochten und dachten, es sei um sie geschehen, da... »Schwesterchen, sieh nur, ein weißes Vöglein, das singt so schön dort oben auf dem Aste, schau nur.« Und die Kinder, die liefen dem Vöglein hinterher und kamen schließlich ganz tief im Walde an ein kleines Häuschen. Das Haus ward aus Brot gebacken, das Dach mit lauter Kuchen belegt, und die Fenster aus purem Zuckerguss. »Schwesterchen, iss du vom Fenster, das wird dir süß schmecken. Ich will ein wenig vom Dach abbrechen.« Wie die Kinder nun aßen und sich daran gütlich taten, da hörten sie aus dem Häuschen eine Stimme. »Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?« Der Wind, das himmlische Kind«, riefen die Kinder, hörten aber nicht auf zu essen. »Na, Kinder, kommt nur herein, ihr sollt es gut bei mir haben.« Es war aber keine freundliche Frau, die die Kinder hereinbat, sondern in Wahrheit eine Hexe. Und sie hatte das Bruthäuschen nur gebaut, um die Kinder anzulocken. Und wenn sie dann kamen, brät sie die Kinder und aß sie auf, und es war für sie ein Festtag. Den Kindern aber, den gab sie allerlei Leckeres zum Essen. Und die Kinder, die wussten sich vor Freude kaum zu lassen, denn so was Feines, das hatten sie ihr Lebtag nicht bekommen. Und dann machte die alte Hexe zwei kleine Bettchen für die Kinder zurecht, mit weißen Laken, und die Kinder schliefen wie im Himmel. Am nächsten Morgen aber, da griff die Hexe, die schlecht sehen konnte, denn alle Hexen haben schlechte Augen, aber eine gute Nase, da griff sie mit ihren dürren Fingern nach dem Hänsel und zog ihn aus dem Bett heraus in einen Käfig draußen vom Hause. »Gretelchen, komm nur, Gretelchen, ich möchte, dass du was Feines kochst, wir wollen deinen Bruder mästen. Und wenn er schön fett geworden ist, dann...« Und Gretelchen, das musste kochen und kochen und kochen, damit das Brüderchen fett würde. Aber immer wenn die Hexe mit ihren roten Augen an den Käfig kam, dann streckte Hänselchen einen Knochen heraus. »Das gibt's doch gar nicht. Wie denn der Junge gar nicht fett werden?« Wie nun aber 4 Wochen um waren, da wollte die alte Hexe nicht mehr warten. »Gretel, du kannst schon mal einen Kessel voller Wasser aufsetzen. Und dann will ich deinen Bruder darin kochen und essen. Und wir wollen Brot backen, das schmeckt so gut dazu.« Und die Hexe, die ging zum Ofen und machte Feuer an, damit das Brot gut durchbacken sollte. »Gretel, sieh, ob das Feuer schon schön heiß ist. Dann wollen wir das Brot hineinschieben und dann...« »Ja, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll.« »Du dummes Ding, das ist doch ganz einfach. Die Ofentür auf und dann schaust du hier auf.« Gretelchen hatte der Hexe einen tüchtigen Schubs gegeben
schlug die Ofentür zu. Die Hexe, die musste gar jämmerlich verbrennen. Dann rannte Gretel hinaus und schloss den Käfig auf und ließ den Hänsel wieder heraus. Und wie die beiden Kinder noch einmal im Hexenhaus schauten, da, oh, seht nur, da war alles voller Gold und Edelsteine. Und der Hänsel, der sammelte lauter Edelsteine in sein Wämschen. Und Gretel packte alles auf in sein Schürzchen. Und dann liefen die beiden den weiten, weiten Weg und liefen und liefen und liefen nach Haus. Aber da kamen sie an einen See. Oh je, wir können nicht schwimmen. Wie sollen wir nur über den See kommen? Ach, Brüderchen, sieh nur, da kommt ein Entchen. Das kann uns hinübertragen. Entchen, Entchen, seht, Hänsel und Gretel, es gibt keine Brücke. Trag uns auf deinen Rücken, Entchen. Nack, 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 kam das Entchen herbei. Nack, nack, nack. Wie aber der Hänsel meinte, die beiden Kinder könnten beide aufsteigen. Nein, Hänsel, das ist doch zu schwer für das Entchen. Du zuerst und dann holt es mich. Nack, 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 brachte das Entchen geschwind den Hänsel ans andere Ufer, kehrte zurück und nack, 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 stieg das Gretelchen auf und wurde auch ans andere Ufer gebracht. Wie die Kinder dort vom Entchen Rücken herabgestiegen waren und sich bedankten, da liefen sie und liefen und liefen und die Wege, die kamen den beiden immer vertrauter vor. Und schließlich, da kamen sie zu ihres Vaters Haus. Die Mutter war längst gestorben und der Vater saß gramgebeugt am Tisch und wie die Kinder hereinkommen, da freut er sich über die Maßen. Vater, sieh nur, Gold und Edelsteine haben wir mitgebracht. Wir müssen keinen Hunger mehr leiden. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Das Märchen ist aus. Da läuft eine Maus und wer sie fängt, macht sich eine Pelzkappe draus.